Es war das schrecklichste Geräusch, das ich je gehört hatte. Man hörte die Fenster bersten. Es klang, als ob jemand einen Wald niedertrampelte. Die Menschen sind sich des Risikos nicht bewusst. Wir leben auf einem unsicheren Planeten. Er war nie sicher und er wird es nie sein. Der einzig sichere Ort befindet sich in unserem Gehirn. Leider fördert unser Umgang mit Katastrophen eher Skepsis und Furcht statt Widerstandskraft und Stärke. Aber das muss nicht so sein. In schrecklichen Notsituationen wechseln wir in einen anderen Betriebsmodus. Nicht immer kennen wir die Person, zu der wir in solchen Momenten werden. Manche Menschen übernehmen die Führung, manche schreien in Panik, andere erstarren. Es gibt Gründe für die Reaktionen unseres Gehirns, doch bei den Katastrophen unserer Zeit sind sie nicht sehr hilfreich. Es sei denn, man rechnet mit ihnen oder hat gelernt, sie zu unterdrücken. Ich habe für das Time Magazine über Verbrechen und Katastrophen geschrieben. Überlebende erzählten mir faszinierende und hilfreiche Dinge. Sie berichteten über ihren physischen, emotionalen und sozialen Umgang mit Katastrophen. Einige Jahre nach dem 11. September besuchte ich eine Gruppe, die Überlebende des World Trade Centers unterstützte. Mehr als 15.000 Menschen waren aus den Türmen evakuiert worden und ich wollte wissen, wie es ihnen ergangen war. Der Raum war natürlich voller Trauma und Leid, doch es gab auch den starken Willen, die Erlebnisse zu teilen. Manche Dinge hätten sie gern schon vor dem 11. September gewusst. Und nun wollten sie ihre Erfahrungen weitergeben. Ich ging durch die Halle zu den Aufzügen, als eine Frau vorbeirannte, die schrie, dass eine Bombe im Gebäude war. Ich erstarrte und dachte an den Anschlag von 1993, den ich auch überlebt hatte. Die Leute rannten weg, doch ich war immer noch erstarrt, denn ich dachte an eine Bombe, eine Landmine. Bloß nicht auf irgendetwas treten. Hoffentlich explodiert nichts. Dann drängten und schoben die Leute zur Halle hinaus. Vor dem Büro meines Partners sah ich brennendes Papier herumfliegen und ein starkes Gefühl sagte mir, dass wir verschwinden sollten. Ich verließ den Raum und sagte zu meiner Assistentin, gehen wir. Wer sich im World Trade Center auskennt, weiß, dass die 44. Etage die Umsteigeplattform nach oben und nach unten war. Ich war also auf dem Weg nach oben, denn es gab eine Durchsage, dass alles in Ordnung wäre. Ich ging in den Aufzug, doch kurz bevor die Türen schlossen, sagte mir mein Gefühl, dass ich ihn verlassen sollte. 30 Sekunden später wurde Turm 2 getroffen. Die Aufzüge stürzten ab, es gab Feuer und Explosionen. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Alles war ruhig und ich ging zu einer Tür, die ich vorher nie gesehen hatte. Mir wurde klar, dass wir unsere Umgebung nie nach einem Fluchtweg absuchen. Ich lief die Treppe hinunter, wo ich bei einem solchen Ereignis mit Panik und Chaos gerechnet hätte, doch nichts davon geschah. Das ergab alles keinen Sinn.
Ich wollte rennen, doch mein Körper reagierte nicht. Ich stand einfach still und dachte, warum höre ich Lauf, aber mein Körper hört es nicht? Warum reagiert er nicht? Es war wie ein Film in Zeitlupe, es herrschte Chaos. Die Menschen rannten und versuchten zu fliehen. Doch meine Panik und meine Angst lähmten mich und schienen die Welt um mich herum zu verlangsamen. Ich konnte mich nicht schnell genug bewegen. Der Teil unseres Gehirns, den wir Mandelkern nennen, übernimmt die Kontrolle und agiert als Notfallzentrum. Er verteilt Befehle an den Rest des Gehirns und sagt, aufpassen, hier passiert etwas Wichtiges. Man ist so auf die Ereignisse fokussiert, dass man Details wahrnimmt, die normalerweise verborgen bleiben. Die Zeit vergeht nicht wirklich langsamer, es kommt einem nur so vor. Ich glaube, dass ihre Erlebnisse ähnlicher waren, als sie selbst glaubten. Die Phasen, die das Gehirn durchläuft und die erlebten Wahrnehmungsstörungen, sind allgemeingültig. Die erste Phase besteht fast immer aus tiefer Ungläubigkeit. Das Gehirn sucht angestrengt und sehr kreativ nach beruhigenden und trostspendenden Erklärungen für die Situation. Es will normalisieren. In Phase 2 erleben die meisten Menschen die Sozialisierung, egal ob ein Schiff untergeht oder in einem Zug eine Bombe explodiert. Plötzlich ist es egal, ob die Menschen Freunde oder Fremde sind. Sie bilden Gruppen, tauschen Informationen aus und bleiben zusammen. Sie verhalten sich also ganz anders als in einem Verkehrsstau auf der Autobahn. Phase 3 nenne ich den entscheidenden Moment, in dem tatsächlich gehandelt wird, oder eben nicht, was sehr häufig vorkommt. Was in dieser Phase geschieht, hängt davon ab, wie die ersten Phasen, die Ungläubigkeit und Sozialisierung, verlaufen sind und was man im früheren Leben erlebt hat. Es zählt die Erfahrung mit solchen Geschehnissen und das Wissen, das jemand besitzt. Ich fand heraus, dass das Flugpersonal am meisten über menschliches Verhalten in Extremsituationen weiß. Sie werden von Psychologen geschult und behandeln Katastrophen auf eine Weise, wie es bei Bränden und anderen alltäglichen Geschehnissen nicht üblich ist. Ich fuhr also nach Oklahoma City, um an der Ausbildung zur Flugbegleiterin teilzunehmen. Sie ist realistisch und schickt das Gehirn in kleinerem Rahmen durch dieselben Phasen, die es während einer echten Katastrophe durchläuft. Ich wünschte, jeder könnte teilnehmen. Wenn sich ein Flugzeug mit Rauch füllt, dann geschieht das sehr schnell. Und es kann sehr nützlich sein, zu wissen, wo der Ausgang ist. Nicht nur im Flugzeug, sondern überall. Man ist nicht mehr in der Lage, sich zu orientieren. Die Leute hören bei den Sicherheitsanweisungen nicht zu, weil sie glauben, sie kennen sie schon, weil sie Vielflieger sind, weil sie sie für Allgemeinwissen halten, weil sie im Falle eines Unfalls sowieso sterben würden oder weil sie sinnlos sind. Aber das stimmt nicht. Die größte Hürde, die wir bei der Kabinensicherheit nehmen müssen, ist, die Aufmerksamkeit der Passagiere zu gewinnen. Wir müssen ihnen Informationen vermitteln, damit sie sie im Fall der Fälle abrufen können. Sie verhalten sich dann als Teil eines produktiven Systems und sind in der Lage zu überleben und anderen zu helfen. Unter Stress kehren wir zu dem zurück, was wir wissen. Ein Sicherheitsgurt hat für viele von uns einen Knopf, keine bewegliche Schnalle. Unter Stress suchen die meisten Menschen nach einem Knopf, obwohl sie kurz zuvor die Schnalle betätigt haben. Die Gurte sind nicht in jedem Flugzeug oder auf jedem Sitz gleich. Manche öffnen sich nach links, andere nach rechts. Wir haben eigene Studien zu vorbeugenden Evakuierungen angestellt. Im Rahmen der Evakuierungsübung ließen wir einmal pro Woche eine Evakuierung durchführen.
Die Teilnehmer sollten einen mentalen Fahrplan erhalten, mit dem sie vom Sitz zum Ausgang gelangen. Auch bei Dunkelheit und Rauch. Wir wollten sie mit der ungewohnten Umgebung vertraut machen. Seit Jahren untersuchen Psychologen die menschlichen Faktoren bei Katastrophen und Notsituationen. Zehn bis 15% der Menschen reagieren ruhig und gefasst. 10 bis 15% verhalten sich genau gegenteilig. Sie handeln irrational und unproduktiv, egal was sie tun. Etwa 75% sind geschockt und verwirrt, aber irgendwie schaffen sie es. Eine Crew, die Notsituationen trainiert, bereitet sich auf diese Menschen anders vor als die Panischen, die im Flugzeug herumrennen. Zur richtigen Vorbereitung gehört auch das mentale Training. Bei einem der schwersten Flugzeugunglücke der Geschichte, 1977 auf Teneriffa, gehörten Floy und Paul Heck zu den Überlebenden. Er hatte als Kind einen Theaterbrand überlebt. Das hatte ihn traumatisiert. Also sah er sich die Fluchtwege an und ging sie ab. Er wusste, wie er hinauskommen konnte. Ohne Vorwarnung brach die Decke ein. Das Flugzeug explodierte und die Sitze wurden herausgerissen. Es gab Feuer und Rauch. Vor dem Start hatte er seine Frau durch das Flugzeug geführt und ihr die Fluchtwege gezeigt. Und nun musste er plötzlich die Ausgänge finden. Also stand er auf und war bereit. Seine Frau stand einige Sekunden lang unter Schock, doch er schüttelte sie und sie gingen los. Wenn Menschen überlegen, wie sie bei einem Unfall reagieren würden, bauen sie Eselsbrücken und denken an Durchhalteparolen. Doch die sind ziemlich wertlos, davon bin ich überzeugt. Denn in Wahrheit verlangsamt sich alles oder kommt völlig zum Stillstand. Das ist häufiger als Panik, Widerstand oder Flucht. Es ist wichtig, das zu verstehen, denn wir können es überwinden. Es kommt aber sehr häufig vor. Man kann sich auf eine richtige Reaktion mental vorbereiten. Nach meinen Erlebnissen zähle ich auf jedem Flug ganz selbstverständlich die Sitzreihen zwischen mir und dem nächsten Notausgang. Im Falle eines Unfalls sieht man vielleicht die Hand nicht vor Augen. Also muss man mit den Fingern zählen, um den Ausgang zu finden. Es dauert nur 30 Sekunden und schärft das Bewusstsein für die Umgebung und die Fluchtwege. Flugzeugunfälle sind extrem selten. Doch dieses Verhalten fördert eine Einstellung, die besagt, ich habe die Kontrolle darüber, was mit mir auf diesem Planeten passiert. Vielleicht liege ich falsch, aber ich halte es für eine gesunde Einstellung. Richard Gist ist ein ungewöhnlicher Mensch, denn er ist Psychologe, der für die Feuerwehr arbeitet. Das kommt nicht sehr oft vor. Er versteht Menschen und Feuerwehrmänner. Und er besitzt kostbares Wissen über die Unterschiede unserer Reaktionen während einer Brandkatastrophe und was wirklich während eines Feuers passiert.
Wenn Sie nicht vorbereitet sind, passiert Folgendes. Gewöhnlich ereignen sich Hausbrände zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens. Sie werden schlafen. Es war mitten in der Nacht, etwa 2.30 Uhr. Meine Eltern, mein Bruder und ich haben oben geschlafen. Der Qualm weckte meinen Bruder. Er begann zu schreien und davon wachte ich auf. Ich sah nach draußen und dachte, die Sonne wäre auf der falschen Seite aufgegangen. Psychologen nennen es die Tendenz zur Normalität. Die Menschen sind dabei sehr kreativ. Auch sie könnten das tun. Sie verharmlosen die Geschehnisse. Selbst wenn es qualmt, werden sie sagen, es sei keine große Sache. Das war schließlich nie, oder? Ihr Gehirn versucht, Muster zu erkennen. Und wenn Sie so etwas noch nie erlebt haben, und dem ist wahrscheinlich so, stellen Sie Bezüge her zu Dingen, die Sie kennen. Und das kann gefährlich sein. Ich öffnete die Tür und sah eine riesige Rauchwolke. Mein Bruder weinte und schrie. Der Rauch fühlte sich im Hals an wie Stacheldraht. Es war schrecklich. Als ich jünger war, kamen Feuerwehrleute in unsere Schule. Sie erzählten, wie ernst die Situation ist und dass man einen Waschlappen nehmen und auf den Boden kriechen sollte. Ich erinnerte mich daran. Ich schloss die Tür und dachte, geh ins Bad, hol ein Handtuch, mach es nass und halte es vor den Mund. Und genau das habe ich getan. Ich öffnete die Tür. Der Rand des Rauches sieht aus wie eine dünne Linie zwischen Rauch und klarer Luft. Das ist extrem auffällig. Ich bückte mich mit dem Lappen vor dem Mund und fing an zu kriechen. Hin und wieder nahm ich den Lappen weg und beruhigte meinen Bruder. Ich blieb die ganze Zeit absolut ruhig. Dann stieß ich mit dem Gesicht gegen die Füße meines Vaters. Er hob mich auf und wir rannten weg. Bevor ich bei meinen Eltern war, fühlte ich mich wie ein Kind, das im Supermarkt seine Eltern verloren hat. Sie zu sehen, war eine Erlösung. Als wir um Hilfe riefen, versuchte mein Vater, meinen Bruder zu holen. Er kam zurück und sagte, wir müssten springen. Ich war geschockt. Das Haus hat 2 Stockwerke. Sie hoben mich aufs Fensterbrett. Ich holte Luft und wurde ohnmächtig. Die Feuerwehr erzählte mir später, dass ich vom Kohlenmonoxid ohnmächtig geworden bin. Als ich wach wurde, hatte ich eine Sauerstoffmaske auf. Ich war am ganzen Körper voller Glassplitter. Dann hörte ich jemanden fallen. Es war meine Mutter. Ich sagte, Mom, wir müssen weg. Und plötzlich explodierte das Fenster über uns. Im Haus gab es immer defekte Stromkabel und flackernde Lampen. Aber es hatte Charakter, wir mochten es und kümmerten uns nicht darum. Es gab einen Kurzschluss unten neben dem Schlafzimmer meiner Eltern. Wir hatten Rauchmelder, aber die piepten, weil die Batterien leer waren. Also haben wir sie abgerissen, weil wir das Geräusch so furchtbar fanden. An einen Brand haben wir gar nicht gedacht. Rauchmelder sind billig und überall erhältlich. Man bekommt sie schon für $5, die Batterien für $1. Und trotzdem ereignen sich 60% aller Todesfälle durch Brände in Haushalten ohne Rauchmelder. Ich erinnere mich an die Abende, an denen ich mit ihr auf dem Sofa gekuschelt habe. Ich wollte nie ins Bett. Sie war wie Mama Bär. Immer für mich da. Mein Dad war 6 Schritte vom Fenster entfernt. Er starb durch Kohlenmonoxid. Er war im Haus und wollte meinen Bruder holen. Wir tanzten immer zu Bob Marley. Dad hat leckeres Curry gemacht und ständig getanzt. Er war der fröhlichste Mensch, den ich kannte.
Wir haben jeden Samstagmorgen Cartoons geschaut und Müsli gegessen. Man ist so an die Nähe eines Menschen gewöhnt. Und plötzlich ist er nicht mehr da. Meine Schwester war im College, zum Glück. Dieses gemeinsame Trauma hat uns als Familie eng zusammengeschweißt. Die meisten Menschen glauben, dass es das Feuer ist, das sie während eines Brandes tötet. Doch es ist der Rauch. Er breitet sich schnell aus und verwirrt uns. Wer sich also nicht mit verbundenen Augen orientieren kann, der kommt während eines Feuers nur schwer ins Freie. Deshalb ist es wichtig, an Feuerübungen teilzunehmen, denn die normalen Sinne stehen uns nicht zur Verfügung. Man sieht nichts, kann nicht atmen und ist orientierungslos. Die meisten Brände passieren nachts. Man ist verschlafen. Viele Menschen sterben, weil sie sich im Bett aufsetzen. Doch in dieser Höhe ist der Rauch sehr giftig. Wenn man vorbereitet ist, verhält man sich klüger. Man motiviert Menschen am besten zur Vorbereitung, wenn ihre Bekannten, Freunde und Familienangehörigen ihnen erklären, was sie getan haben, um sich vorzubereiten. Wenn ich erzähle, was mir passiert ist, warum es passiert ist, warum sie nicht hätten sterben müssen, dann wird man mich auch ernst nehmen. Weil ich sage, ich leide. Und wenn du dich vorbereitest, muss es dir nicht so ergehen wie mir. Wir lernen durch Handeln. Um zu überleben, fallen wir unter großem Stress auf gelerntes Verhalten zurück. Wenn wir erst überlegen müssen, verschwenden wir kostbare Zeit, die uns zur Rettung bleibt. Unsere Entscheidungen sind dann so wertlos wie das Werfen einer Münze. Los Angeles ist auf das Schlimmste gefasst. Die Erde ist buchstäblich geborsten. Beben folgt auf Beben. Überraschenderweise gibt es heute kaum noch etwas, das wir bei Katastrophen nicht vorhersagen können. Den exakten Zeitpunkt eines Erdbebens können wir natürlich nicht vorhersehen oder wo genau ein Hurrikan zuschlägt. Aber wir wissen sehr genau, was dann passiert. Also stellt sich die Frage, warum planen wir nicht für das, was wir vorhersehen können? Dennis Miletti ist ein erfahrener Katastrophenschützer. Er kennt die Risiken und lebt trotzdem auf einer der aktivsten Verwerfungslinien Kaliforniens. Und das ganz bewusst. Bei der Risikoeinschätzung sagt man sich, es passiert schon nichts. Und wenn, dann passiert es anderen, nicht mir. So funktioniert der Mensch. Furcht motiviert nicht, sie schaltet uns ab. Man sollte Menschen nichts über Gefahren lehren, sondern darüber, wie sie sich vorbereiten. Und wenn sie sich vorbereiten, muss man ihnen sagen, was sie unternehmen sollen. Und warum? Weil Katastrophen nun einmal passieren. Als ich Menschen suchte, die mehr über unser Gehirn in Stresssituationen wissen, las ich einen Artikel über eine Fahrschule in Colorado, die Jugendlichen beibringt, nach den Regeln des Gehirns zu fahren. Ich hielt das für ein radikales Konzept. Genau wie beim Katastrophenschutz denken wir in der Fahrschule nicht daran, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist viel gefährlicher als Haie oder Wirbelstürme.
Ron ist selbst ein Betroffener. Er hatte jahrelang Rennfahrer trainiert, als seine Tochter schuldlos bei einem Autounfall ums Leben kam. Ein anderes Auto prallte gegen sie. Danach war ihm klar, dass er für den Rest seines Lebens voller Hass auf den Unfallverursacher bleiben könnte. Doch er entschied sich dagegen. Wer als Vater so etwas erlebt, der denkt, dass man etwas unternehmen muss. Also sahen wir uns an, was die Jugendlichen lernen und was nicht. Obwohl mehr Jugendliche bei Unfällen sterben als irgendwo sonst, bereiten wir sie hierzulande nicht besonders gut auf das Autofahren vor. Er begann, jugendlichen Fahrern zu erklären, wie das Gehirn arbeitet. Und er tat es mit praktischen Übungen. Nur über Fahrsicherheit zu reden, ist Zeitverschwendung. Wir trainieren mit den Jugendlichen im Fahrzeug spezielle Fähigkeiten. Sie erlernen Fahrzeugkontrolle, erfahren die Grenzen des Fahrzeugs und der Traktion. Sie treffen Entscheidungen, um in Stresssituationen reagieren zu können. Wir programmieren das Gehirn, damit sie diese Informationen unbewusst abrufen können. Für meine Kinder ist mir das Beste gerade gut genug. Je mehr Übung sie haben, desto besser. Also schicke ich sie zum Fahrsicherheitstraining. Candys Tochter Taylor, sie war damals 16, fuhr mit dem Familienwagen durch Denver. An einer Kreuzung versagten die Bremsen. Sie sagte, dass sie etwa 60 bis 80 km/h schnell war. Plötzlich stand der Verkehr still und sie trat auf die Bremse. Doch nichts passierte. Die Frage ist, was würde die Mehrheit in einer solchen Situation tun? Nun, die meisten wären einfach nur geschockt. Bei einer Bremsübung bringen wir den Jugendlichen bei, die Feststellbremse zu bedienen. Sie stieg mit dem linken Fuß auf die Feststellbremse, brachte den Wagen unter Kontrolle und kam ohne Aufprall zum Stehen. Irgendwie hatte sie das beim Fahrsicherheitstraining mitbekommen und ganz automatisch getan. Wir haben ihr das bestimmt nicht beigebracht. Ihr Gehirn hat sie zu diesem Pedal geführt. Sie machte eine Notbremsung und hielt an, ohne jemanden zu verletzen. Und es ist ein Wunder, dass sie das konnte. Meine Frau war im 7. Monat schwanger und wir wollten vor der Geburt noch einen Urlaub verbringen. Von Berufs wegen konnte ich mir ein paar freie Tage leisten. Also kratzten wir das letzte bisschen Geld zusammen und zogen los. Der Flug von Athen nach New York fiel aus irgendeinem Grund aus. Es gab aber zwei freie Plätze von Athen nach Rom. Wir stiegen ein. Und das war Pech. Ich saß links und sah zwei Männer durch den Gang rennen. Einer hatte eine Pistole, der andere eine Handgranate. Es wurde geschrien. Da wusste ich, dass wir in Schwierigkeiten waren. Ich sah meine Frau an und sagte, keine Angst, alles wird gut. Dann fing sie an zu weinen. Das Flugzeug musste betankt werden. Die Entführer wollten tanken, doch die Flughäfen wollten uns nicht landen lassen. Wer holt sich schon eine Entführung ins Haus? Also wollten sie eine Landung verhindern. Ich erinnere mich an die Situation, als der Kapitän eine Durchsage machte. Sie haben einen LKW auf die Landebahn gestellt, damit wir nicht landen. Wir tun es trotzdem.
Er hat eine Handgranate entsichert und jagt die Maschine in die Luft, wenn es sein muss. Wir müssen in Beirut landen. Wir müssen. Es gibt keine Alternative. Im letzten Augenblick fuhr der LKW weg und wir landeten. Der Flughafen wollte uns nicht haben und sie wollten uns auch kein Benzin geben, um die Situation zu klären. Sie drohen ihn jetzt zu töten. Wir brauchen das Benzin. Sofort. Irgendwann fiel ein Schuss. Jemand wurde getötet. Er hieß Bobby Steedham und saß hinter mir. Er war beim Militär. Er wird die Tür öffnen und die toten Passagiere auf die Rollbahn werfen. Als wir kein Benzin bekamen, erschossen sie ihn und warfen ihn aus dem Flugzeug. Daraufhin gaben sie uns Benzin. In der akuten Phase ist man sehr aufmerksam. Alle Sinne sind angesprochen. Ohren und Augen sind durch den Stress geschärft. Doch im weiteren Verlauf setzen sich Resignation und Traurigkeit durch. Und ständige Angst. Mein Erlebnis ist einzigartig, doch auch andere Menschen haben Schlimmes durchgemacht. Ich für meinen Teil möchte meine Erfahrung nicht zum Mittelpunkt meines Denkens machen. Obwohl das Erlebnis Dr. Togas weiteres Leben nicht geprägt hat, weiß er, dass die Neurologie bei der Verarbeitung eine wichtige Rolle spielt. Es verfolgt mich zu den merkwürdigsten Zeiten. Spontan und unerwartet erinnere ich mich an einzelne Aspekte. Im Gehirn ist normalerweise der Hippocampus dafür zuständig, Erinnerungen zu verdichten. Das normale Gedächtnis ist aber relativ durchlässig. Die meisten Informationen behalten wir nicht. In einer Notsituation werden Erinnerungen in der Amygdala geprägt und auf einer Art zweiten Spur abgelegt. Dies sind die Erinnerungen des posttraumatischen Belastungssyndroms, die aufblitzenden traumatischen Ereignisse. Sie bilden ein eigenes System und man kann sie nicht löschen, anders als Erinnerungen im Hippocampus. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als Wege zu entwickeln, diese schlimmen Erinnerungen zu unterdrücken. Gelöscht werden sie jedoch nie. Das Gehirn reagiert auf gar nichts. Wir stellen den Bezug zu unseren Erinnerungen her. Wir sind unsere Erinnerungen. Dies war nur ein Erlebnis für mich. Es war einzigartig. Die große Mehrzahl jedoch war angenehm und erfüllend. Dieses eine war das Gegenteil. Warum sollte ich diesem Erlebnis gestatten, einen unverhältnismäßigen Einfluss auf meine Persönlichkeit zu nehmen, im Vergleich zu all den anderen? Christian überlebte 2004 den Tsunami in Südostasien. Er war mit Freunden im Urlaub in Thailand. Seine Geschichte ist sehr beeindruckend. Ich war Weihnachten mit Freunden auf den Phi-Phi-Inseln. Es war wunderschön dort. Kristallklares Wasser, Kokospalmen. Eine tolle Atmosphäre. Wir vergaßen die Welt um uns herum. An jenem Morgen weckte mich das Erdbeben. Als kleiner Junge hatte er einen Comic über einen Tsunami gelesen und sich gefürchtet. Er las mehr darüber, wie es zu diesen riesigen Wellen kommt, und er wusste, dass sie durch Erdbeben ausgelöst werden. Ich hatte Angst davor, doch es passierte nichts. Also dachte ich, okay, das gibt's wohl nur in Filmen. Ich schlief wieder ein. Um 9:30 ging ich mit einem Freund zum Frühstück an den Strand. Wir blieben etwa eine Stunde, entspannten uns und spielten mit einer kleinen Katze. Um 10:30 gingen wir aufs Zimmer zurück. Wir mussten abreisen. Die Welle kam um 10.35 Uhr, als wir auf dem Zimmer waren. Es wurde sehr laut, doch ich dachte,
Das sind die anderen Gäste, die abreisen. Dann ging das Licht aus. Ich dachte, das ist Thailand. Die Insel ist klein, das ist okay. Dann ging ich ins Bad und es kam kein Wasser. Da wurde mir klar, dass etwas nicht stimmte. Ich ging nach draußen. Das Wasser hatte die Terrasse unter unserem Zimmer überflutet und stand fast bis zu unserem Stockwerk. Die ganze Insel war überschwemmt. Es ist ein Schock. Alles ist anders. Die normale Umgebung zerfällt. Darauf ist man nicht vorbereitet. Man befindet sich schlagartig auf einem anderen Planeten, auf dem man ohne Übergang gelandet ist. Er lebt mit unvorstellbaren Schuldgefühlen. Er glaubt, dass er die Menschen hätte retten müssen, da er wusste, dass Erdbeben Tsunamis auslösen können. Egal, was man ihm erzählt, er fühlt sich schuldig am Tod vieler Menschen. Etwa einen Monat nach dem Tsunami wurde ich Zeuge eines schlimmen Busunfalls. Es geschah kurz danach. Aufgrund seiner Erfahrung verhielt er sich diesmal völlig anders. Er wurde sofort zum Anführer, schrie die Umstehenden an, forderte sie zur Hilfe auf, gab Befehle. Und die Befehle wurden ganz selbstverständlich befolgt. Er kletterte hinein und zog die Menschen aus dem Wrack. Ich hatte eine Mission. Ich bin überzeugt davon, dass man das trainieren kann. Und ich war trainiert darauf, nicht mehr daneben zu stehen. Ich musste handeln. Das war gar nicht schwer. Was mich während des Unfalls zum Handeln drängte, war meine Schuld. Etwas Schlimmeres kann man nicht empfinden. Schuld ist heimtückisch und vergeht nie. Du wirst sie nie mehr los. Du hast nichts unternommen, aber du hättest es tun sollen. Du hast nichts getan, aber überlebt. Der 19. April begann für mich als ganz normaler Tag. Ich saß an meinem Platz, als eine Kollegin kam. Sie war gerade ins Management berufen worden und trug ein Business-Kostüm. Sie nahm ein paar Akten und fragte mich, wie steht mir das Kostüm? Es war ein wichtiger Tag für sie. Den wollte ich ihr nicht verderben, also sagte ich, du siehst toll aus. Auch wenn es nicht ganz die Wahrheit war. Sie sollte selbstbewusst in ihr Meeting gehen. Danach machte ich mir Gedanken ums Mittagessen. Normalerweise verließ ich zum Essen das Gebäude, nur um mal rauszukommen. Gegenüber gab es einen Platz, auf dem wir immer saßen. Ich wollte mit Karen gehen, also ging ich in ihr Büro, um zu fragen, was sie vorhatte. Sie telefonierte und machte ein Zeichen, dass sie mich später anrufen würde. Ich setzte mich wieder an meinen Schreibtisch und schlang aus irgendeinem Grund die Füße um den Stuhl. Da ging die Bombe hoch. Die Decke war eingestürzt. Alles fiel herab. Es gab ein schreckliches Geräusch. Ich spürte so etwas wie Schutt auf mir. Ich glaubte, ich wäre mitten in einem schlimmen Auffahrunfall und hatte keine Ahnung, was mit mir passiert war. Da ich an einen Autounfall glaubte, dachte ich, auch meine Kinder wären bei mir. Und wenn ich ehrlich bin, half mir das, am Leben zu bleiben.
Ich dachte, holen die auch meine Kinder raus? Ich fragte mich ständig, was passiert war und wo meine Kinder waren. Ich erzähle im Museum von meinen Erlebnissen, weil sie ein Teil der Geschichte sind und weil mir das hilft. Die Schulkinder von Oklahoma nehmen es als Teil der Stadtgeschichte durch und es hilft mir beim Verarbeiten meiner Erinnerungen. Ich glaube daran, dass man der Gesellschaft etwas zurückgeben und das Leben richtig leben muss. Es ist meine Pflicht, den Hinterbliebenen etwas zurückzugeben und bei jedem Jahrestag vor Ort zu sein. Tun Sie nie das Unwahrscheinliche als Hirngespinst ab. Die Erkenntnis, dass etwas unwahrscheinlich ist, ist nur von sehr geringem Wert. Wenn die Chance 1 zu einer Million ist, bedeutet es, dass es gerade 300 Menschen in den USA widerfährt. Die Feuerwehren sind dankbar für den Respekt, den sie nach den Verlusten vom 11. September erfahren haben. Man sollte immer bedenken, was die Leute, die diesen Dienst tun, geschworen haben. Sie nehmen ihren Platz ein, wenn es erforderlich ist. Sie schenken ihnen Sicherheit, indem sie es nicht provozieren. Manchmal geht das Licht aus, weil ein Trafo spinnt. Sie brauchen eine Taschenlampe. Manchmal findet ein Anschlag statt und das Licht geht aus. Packen Sie eine Lampe ein, Sie werden sie brauchen. Manchmal geht das Licht wegen eines Erdbebens aus. Packen Sie eine Lampe ein, die werden Sie brauchen. Die Pfadfinder haben recht und die meisten Leute wissen es. Seien Sie allzeit bereit. Mein erster Flug nach den Anschlägen vom 11. September ging nach Oklahoma City. Ich wollte wissen, wie sich eine Stadt von Anschlägen mit vielen Opfern erholt. Ich sprach dort mit einem Überlebenden. Wir standen unter einem Baum, der die Attacke überstanden hatte, und er drehte das Gespräch um. Wie geht's dir, Amanda? Du lebst in New York, hast über diese Katastrophe geschrieben. Wie fühlst du dich? Und ich sagte, gut soweit. Ich hatte großes Glück. Ich werde nur das Gefühl nicht los, dass jederzeit alles passieren kann. Ich warte darauf, dass es vergeht. Er sagte, das stimmt. Jederzeit ist alles möglich. Das war schon immer so. Jetzt ist es dir nur bewusst. Ich lebte immer ohne das Bewusstsein, dass alles passieren kann. Jetzt habe ich es. Es kann dich erdrücken und erschrecken, doch es kann dich auch befreien. Denn plötzlich weißt du es. Schlimme Dinge passieren. Und es zählt nur, was man selbst tut. Richard Gist ist ein ungewöhnlicher Mensch, denn er ist Psychologe, der für die Feuerwehr arbeitet. Das kommt nicht sehr oft vor. Er versteht Menschen und Feuerwehrmänner. Und er besitzt kostbares Wissen über die Unterschiede unserer Reaktionen während einer Brandkatastrophe und was wirklich während eines Feuers passiert. Wenn Sie nicht vorbereitet sind, passiert Folgendes. Gewöhnlich ereignen sich Hausbrände zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens. Sie werden schlafen. Es war mitten in der Nacht, etwa 2.30 Uhr. Meine Eltern, mein Bruder und ich haben oben geschlafen. Der Qualm weckte meinen Bruder.
Er begann zu schreien und davon wachte ich auf. Ich sah nach draußen und dachte, die Sonne wäre auf der falschen Seite aufgegangen. Psychologen nennen es die Tendenz zur Normalität. Die Menschen sind dabei sehr kreativ. Auch sie könnten das tun. Sie verharmlosen die Geschehnisse. Selbst wenn es qualmt, werden sie sagen, es sei keine große Sache. Das war schließlich nie, oder? Ihr Gehirn versucht, Muster zu erkennen. Und wenn Sie so etwas noch nie erlebt haben, und dem ist wahrscheinlich so, stellen Sie Bezüge her zu Dingen, die Sie kennen. Und das kann gefährlich sein. Ich öffnete die Tür und sah eine riesige Rauchwolke. Mein Bruder weinte und schrie. Der Rauch fühlte sich im Hals an wie Stacheldraht. Es war schrecklich. Als ich jünger war, kamen Feuerwehrleute in unsere Schule. Sie erzählten, wie ernst die Situation ist und dass man einen Waschlappen nehmen und auf dem Boden kriechen sollte. Ich erinnerte mich daran. Ich schloss die Tür und dachte, geh ins Bad, hol ein Handtuch, mach es nass und halte es vor den Mund. Und genau das habe ich getan. Ich öffnete die Tür. Der Rand des Rauches sieht aus wie eine dünne Linie zwischen Rauch und klarer Luft. Das ist extrem auffällig. Ich bückte mich mit dem Lappen vor dem Mund und fing an zu kriechen. Hin und wieder nahm ich den Lappen weg und beruhigte meinen Bruder. Ich blieb die ganze Zeit absolut ruhig. Dann stieß ich mit dem Gesicht gegen die Füße meines Vaters. Er hob mich auf und wir rannten weg. Bevor ich bei meinen Eltern war, fühlte ich mich wie ein Kind, das im Supermarkt seine Eltern verloren hat. Sie zu sehen, war eine Erlösung. Ich für meinen Teil möchte meine Erfahrung nicht zum Mittelpunkt meines Denkens machen. Obwohl das Erlebnis Dr. Togas weiteres Leben nicht geprägt hat, weiß er, dass die Neurologie bei der Verarbeitung eine wichtige Rolle spielt. Es verfolgt mich zu den merkwürdigsten Zeiten. Spontan und unerwartet erinnere ich mich an einzelne Aspekte. Im Gehirn ist normalerweise der Hippocampus dafür zuständig, Erinnerungen zu verdichten. Das normale Gedächtnis ist aber relativ durchlässig. Die meisten Informationen behalten wir nicht. In einer Notsituation werden Erinnerungen in der Amygdala geprägt und auf einer Art zweiten Spur abgelegt. Dies sind die Erinnerungen des posttraumatischen Belastungssyndroms, die aufblitzenden traumatischen Ereignisse. Sie bilden ein eigenes System und man kann sie nicht löschen, anders als Erinnerungen im Hippocampus. Es bleibt einem nichts anderes übrig, als Wege zu entwickeln, diese schlimmen Erinnerungen zu unterdrücken. Gelöscht werden sie jedoch nie. Das Gehirn reagiert auf gar nichts. Wir stellen den Bezug zu unseren Erinnerungen her. Wir sind unsere Erinnerungen. Dies war nur ein Erlebnis für mich. Es war einzigartig. Die große Mehrzahl jedoch war angenehm und erfüllend. Dieses eine war das Gegenteil. Warum sollte ich diesem Erlebnis gestatten, einen unverhältnismäßigen Einfluss auf meine Persönlichkeit zu nehmen, im Vergleich zu all den anderen? Christian überlebte 2004 den Tsunami in Südostasien. Er war mit Freunden im Urlaub in Thailand. Seine Geschichte ist sehr beeindruckend. Ich war Weihnachten mit Freunden auf den Phi-Phi-Inseln. Es war wunderschön dort. Kristallklares Wasser, Kokospalmen, eine tolle Atmosphäre. Wir vergaßen die Welt um uns herum. An jenem Morgen weckte mich das Erdbeben. Als kleiner Junge hatte er einen Comic über einen Tsunami gelesen und sich gefürchtet. Er las mehr darüber, wie es zu diesen riesigen Wellen kommt, und er wusste, dass sie durch Erdbeben ausgelöst werden. Ich hatte Angst davor, doch es passierte nichts. Also dachte ich, okay, das gibt's wohl nur in Filmen. Ich schlief wieder ein.
Um 21:30 ging ich mit einem Freund zum Frühstück an den Strand. Wir blieben etwa eine Stunde, entspannten uns und spielten mit einer kleinen Katze. Auch Sie könnten das tun. Sie verharmlosen die Geschehnisse. Selbst wenn es qualmt, werden Sie sagen, es sei keine große Sache. Das war schließlich nie, oder? Ihr Gehirn versucht, Muster zu erkennen. Und wenn Sie so etwas noch nie erlebt haben, und dem ist wahrscheinlich so, stellen Sie Bezüge her zu Dingen, die Sie kennen. Und das kann gefährlich sein. Ich öffnete die Tür und sah eine riesige Rauchwolke. Mein Bruder weinte und schrie. Der Rauch fühlte sich im Hals an wie Stacheldraht. Es war schrecklich. Als ich jünger war, kamen Feuerwehrleute in unsere Schule. Sie erzählten, wie ernst die Situation ist und dass man einen Waschlappen nehmen und auf dem Boden kriechen sollte. Ich erinnerte mich daran. Ich schloss die Tür und dachte, geh ins Bad, hol ein Handtuch, mach es nass und halte es vor den Mund. Und genau das habe ich getan. Ich öffnete die Tür. Der Rand des Rauches sieht aus wie eine dünne Linie zwischen Rauch und klarer Luft. Das ist extrem auffällig. Ich bückte mich mit dem Lappen vor dem Mund und fing an zu kriechen. Hin und wieder nahm ich den Lappen weg und beruhigte meinen Bruder. Ich blieb die ganze Zeit absolut ruhig. Dann stieß ich mit dem Gesicht gegen die Füße meines Vaters. Er hob mich auf und wir rannten weg. Bevor ich bei meinen Eltern war, fühlte ich mich wie ein Kind, das im Supermarkt seine Eltern verloren hat. Sie zu sehen, war eine Erlösung. Als wir um Hilfe riefen, versuchte mein Vater, meinen Bruder zu holen. Er kam zurück und sagte, wir müssten springen. Ich war geschockt. Das Haus hat zwei Stockwerke. Sie hoben mich aufs Fensterbrett. Ich holte Luft und wurde ohnmächtig. Die Feuerwehr erzählte mir später, dass ich vom Kohlenmonoxid ohnmächtig geworden bin. Als ich wach wurde, hatte ich eine Sauerstoffmaske auf. Ich war am ganzen Körper voller Glassplitter. Dann hörte ich jemanden fallen. Es war meine Mutter. Ich sagte, Mom, wir müssen weg. Und plötzlich explodierte das Fenster über uns. Im Haus gab es immer defekte Stromkabel und flackernde Lampen. Wenn man vorbereitet ist, verhält man sich klüger. Man motiviert Menschen am besten zur Vorbereitung, wenn ihre Bekannten, Freunde und Familienangehörigen ihnen erklären, was sie getan haben, um sich vorzubereiten. Wenn ich erzähle, was mir passiert ist, warum es passiert ist, warum sie nicht hätten sterben müssen, dann wird man mich auch ernst nehmen. Weil ich sage, ich leide. Und wenn du dich vorbereitest, muss es dir nicht so ergehen wie mir. Wir lernen durch Handeln. Um zu überleben, fallen wir unter großem Stress auf gelerntes Verhalten zurück. Wenn wir erst überlegen müssen, verschwenden wir kostbare Zeit, die uns zur Rettung bleibt. Unsere Entscheidungen sind dann so wertlos wie das Werfen einer Münze. Los Angeles ist auf das Schlimmste gefasst. Die Erde ist buchstäblich geborsten. Beben folgt auf Beben.
Überraschenderweise gibt es heute kaum noch etwas, das wir bei Katastrophen nicht vorhersagen können. Den exakten Zeitpunkt eines Erdbebens können wir natürlich nicht vorhersehen oder wo genau ein Hurrikan zuschlägt. Aber wir wissen sehr genau, was dann passiert. Also stellt sich die Frage, warum planen wir nicht für das, was wir vorhersehen können? Dennis Miletti ist ein erfahrener Katastrophenschützer. Er kennt die Risiken und lebt trotzdem auf einer der aktivsten Verwerfungslinien Kaliforniens. Und das ganz bewusst. Bei der Risikoeinschätzung sagt man sich, es passiert schon nichts. Und wenn, dann passiert es anderen, nicht mir. So funktioniert der Mensch. Furcht motiviert nicht, sie schaltet uns ab. Man sollte Menschen nichts über Gefahren lehren, sondern darüber, wie sie sich vorbereiten. Und wenn sie sich vorbereiten, muss man ihnen sagen, was sie unternehmen sollen. Und warum? Wenn man mit Rauch füllt, dann geschieht das sehr schnell. Und es kann sehr nützlich sein, zu wissen, wo der Ausgang ist. Nicht nur im Flugzeug, sondern überall. Man ist nicht mehr in der Lage, sich zu orientieren. Die Leute hören bei den Sicherheitsanweisungen nicht zu. Weil sie glauben, sie kennen sie schon, weil sie Vielflieger sind, weil sie sie für Allgemeinwissen halten, weil sie im Falle eines Unfalls sowieso sterben würden, oder weil sie sinnlos sind. Aber das stimmt nicht. Die größte Hürde, die wir bei der Kabinensicherheit nehmen müssen, ist, die Aufmerksamkeit der Passagiere zu gewinnen. Wir müssen ihnen Informationen vermitteln, damit sie sie im Fall der Fälle abrufen können. Sie verhalten sich dann als Teil eines produktiven Systems und sind in der Lage zu überleben und anderen zu helfen. Unter Stress kehren wir zu dem zurück, was wir wissen. Ein Sicherheitsgurt hat für viele von uns einen Knopf, keine bewegliche Schnalle. Unter Stress suchen die meisten Menschen nach einem Knopf, obwohl sie kurz zuvor die Schnalle betätigt haben. Die Gurte sind nicht in jedem Flugzeug oder auf jedem Sitz gleich. Manche öffnen sich nach links, andere nach rechts. Wir haben eigene Studien zu vorbeugenden Evakuierungen angestellt. Im Rahmen der Evakuierungsübung ließen wir einmal pro Woche eine Evakuierung durchführen. Die Teilnehmer sollten einen mentalen Fahrplan erhalten, mit dem sie vom Sitz zum Ausgang gelangen. Auch bei Dunkelheit und Rauch. Wir wollten sie mit der ungewohnten Umgebung vertraut machen. Brace for impact. Evacuate! Survival psychologists have for years. Seit Jahren untersuchen Psychologen die menschlichen Faktoren bei Katastrophen und Notsituationen. In emergency situations, we know 10 bis 15% der Menschen reagieren ruhig und gefasst. 10 bis 15% verhalten sich genau gegenteilig. Sie handeln irrational und unproduktiv, egal was sie tun. Etwa 75% sind geschockt und verwirrt, aber irgendwie schaffen sie es. Eine Crew, die Notsituationen trainiert, bereitet sich auf diese Menschen anders vor. Bloß wie das Werfen einer Münze. Los Angeles ist auf das Schlimmste gefasst. Die Erde ist buchstäblich geborsten. Beben folgt auf Beben. Überraschenderweise gibt es heute kaum noch etwas, das wir bei Katastrophen nicht vorhersagen können. Den exakten Zeitpunkt eines Erdbebens können wir natürlich nicht vorhersehen oder wo genau ein Hurrikan zuschlägt. Aber wir wissen sehr genau, was dann passiert.
Also stellt sich die Frage, warum planen wir nicht für das, was wir vorhersehen können? Dennis Miletti ist ein erfahrener Katastrophenschützer. Er kennt die Risiken und lebt trotzdem auf einer der aktivsten Verwerfungslinien Kaliforniens. Und das ganz bewusst. Bei der Risikoeinschätzung sagt man sich, es passiert schon nichts. Und wenn, dann passiert es anderen, nicht mir. So funktioniert der Mensch. Furcht motiviert nicht, sie schaltet uns ab. Man sollte Menschen nichts über Gefahren lehren, sondern darüber, wie sie sich vorbereiten. Und wenn sie sich vorbereiten, muss man ihnen sagen, was sie unternehmen sollen. Und warum? Weil Katastrophen nun einmal passieren. Als ich Menschen suchte, die mehr über unser Gehirn in Stresssituationen wissen, las ich einen Artikel über eine Fahrschule in Colorado, die Jugendlichen beibringt, nach den Regeln des Gehirns zu fahren. Ich hielt das für ein radikales Konzept. Genau wie beim Katastrophenschutz denken wir in der Fahrschule nicht daran, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist viel gefährlicher als Haie oder Wirbelstürme. Ron ist selbst ein Betroffener. Er hatte jahrelang Rennfahrer trainiert, als seine Tochter schuldlos bei einem Autounfall ums Leben kam. Ein anderes Auto prallte gegen sie. Danach war ihm klar, dass er für den Rest seines Lebens voller Hass auf den Unfallverursacher bleiben könnte. Doch er entschied sich dagegen. Wer als Vater so etwas erlebt, der denkt, dass man etwas unternehmen muss. Die Leute rannten weg. Doch ich war immer noch erstarrt, denn ich dachte an eine Bombe, eine Landmine. Bloß nicht auf irgendetwas treten. Hoffentlich explodiert nichts. Dann drängten und schoben die Leute zur Halle hinaus. Vor dem Büro meines Partners sah ich brennendes Papier herumfliegen. Und ein starkes Gefühl sagte mir, dass wir verschwinden sollten. Ich verließ den Raum und sagte zu meiner Assistentin, gehen wir. Wer sich im World Trade Center auskennt, weiß, dass die 44. Etage die Umsteigeplattform nach oben und nach unten war. Ich war also auf dem Weg nach oben, denn es gab eine Durchsage, dass alles in Ordnung wäre. Ich ging in den Aufzug, doch kurz bevor die Türen schlossen, sagte mir mein Gefühl, dass ich ihn verlassen sollte. 30 Sekunden später wurde Turm 2 getroffen. Die Aufzüge stürzten ab, es gab Feuer und Explosionen. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Alles war ruhig und ich ging zu einer Tür, die ich vorher nie gesehen hatte. Mir wurde klar, dass wir unsere Umgebung nie nach einem Fluchtweg absuchen. Ich lief die Treppe hinunter, wo ich bei einem solchen Ereignis mit Panik und Chaos gerechnet hätte, doch nichts davon geschah. Das ergab alles keinen Sinn. Ich wollte rennen, doch mein Körper reagierte nicht. Ich stand einfach still und dachte, warum höre ich Lauf, aber mein Körper hört es nicht? Warum reagiert er nicht? Es war wie ein Film in Zeitlupe, es herrschte Chaos. Die Menschen rannten und versuchten zu fliehen. Doch meine Panik und meine Angst lähmten mich und schienen die Welt um mich herum zu verlangsamen. Ich konnte mich nicht schnell genug bewegen. Der Teil unseres Gehirns, den wir Mandelkern nennen, übernimmt die Kontrolle und agiert als Notfallzentrum. Er verteilt Befehle an den Rest des Gehirns und sagt, aufpassen, hier passiert etwas Wichtiges.
Man ist so auf die Ereignisse fokussiert, dass man Details wahrnimmt, die normalerweise verborgen bleiben. Die Zeit vergeht nicht wirklich langsamer, es kommt einem nur so vor. Ich glaube, dass ihre Erlebnisse ähnlicher waren, als sie selbst glaubten. Die Leute rannten weg. Doch ich war immer noch erstarrt, denn ich dachte an eine Bombe, eine Landmine. Bloß nicht auf irgendetwas treten. Hoffentlich explodiert nichts. Dann drängten und schoben die Leute zur Halle hinaus. Vor dem Büro meines Partners sah ich brennendes Papier herumfliegen. Und ein starkes Gefühl sagte mir, dass wir verschwinden sollten. Ich verließ den Raum und sagte zu meiner Assistentin, gehen wir. Wer sich im World Trade Center auskennt, weiß, dass die 44. Etage die Umsteigeplattform nach oben und nach unten war. Ich war also auf dem Weg nach oben, denn es gab eine Durchsage, dass alles in Ordnung wäre. Ich ging in den Aufzug, doch kurz bevor die Türen schlossen, sagte mir mein Gefühl, dass ich ihn verlassen sollte. 30 Sekunden später wurde Turm 2 getroffen. Die Aufzüge stürzten ab, es gab Feuer und Explosionen. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit. Alles war ruhig und ich ging zu einer Tür, die ich vorher nie gesehen hatte. Mir wurde klar, dass wir unsere Umgebung nie nach einem Fluchtweg absuchen. Ich lief die Treppe hinunter, wo ich bei einem solchen Ereignis mit Panik und Chaos gerechnet hätte, doch nichts davon geschah. Das ergab alles keinen Sinn. Ich wollte rennen, doch mein Körper reagierte nicht. Ich stand einfach still und dachte, warum höre ich Lauf, aber mein Körper hört es nicht? Warum reagiert er nicht? Es war wie ein Film in Zeitlupe, es herrschte Chaos. Die Menschen rannten und versuchten zu fliehen. Doch meine Panik und meine Angst lähmten mich und schienen die Welt um mich herum zu verlangsamen. Ich konnte mich nicht schnell genug bewegen. Der Teil unseres Gehirns, den wir Mandelkern nennen, übernimmt die Kontrolle und agiert als Notfallzentrum. Er verteilt Befehle an den Rest des Gehirns und sagt, aufpassen, hier passiert etwas Wichtiges. Man ist so auf die Ereignisse fokussiert, dass man Details wahrnimmt, die normalerweise verborgen bleiben. Die Zeit vergeht nicht wirklich langsamer, es kommt einem nur so vor. Ich glaube, dass ihre Erlebnisse ähnlicher waren, als sie selbst glaubten. Warum? Weil Katastrophen nun einmal passieren. Als ich Menschen suchte, die mehr über unser Gehirn in Stresssituationen wissen, las ich einen Artikel über eine Fahrschule in Colorado, die Jugendlichen beibringt, nach den Regeln des Gehirns zu fahren. Ich hielt das für ein radikales Konzept. Genau wie beim Katastrophenschutz denken wir in der Fahrschule nicht daran, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist viel gefährlicher als Haie oder Wirbelstürme. Ron ist selbst ein Betroffener. Er hatte jahrelang Rennfahrer trainiert, als seine Tochter schuldlos bei einem Autounfall ums Leben kam. Ein anderes Auto prallte gegen sie. Danach war ihm klar, dass er für den Rest seines Lebens voller Hass auf den Unfallverursacher bleiben könnte. Doch er entschied sich dagegen. And he decided not to do that.
Wer als Vater so etwas erlebt, der denkt, dass man etwas unternehmen muss. Also sahen wir uns an, was die Jugendlichen lernen und was nicht. Obwohl mehr Jugendliche bei Unfällen sterben als irgendwo sonst, bereiten wir sie hierzulande nicht besonders gut auf das Autofahren vor. Er begann, jugendlichen Fahrern zu erklären, wie das Gehirn arbeitet. Und er tat es mit praktischen Übungen. Nur über Fahrsicherheit zu reden, ist Zeitverschwendung. Wir trainieren mit den Jugendlichen im Fahrzeug spezielle Fähigkeiten. Sie erlernen Fahrzeugkontrolle, erfahren die Grenzen des Fahrzeugs und der Traktion. Sie treffen Entscheidungen, um in Stresssituationen reagieren zu können. Wir programmieren das Gehirn, damit sie diese Informationen unbewusst abrufen können. Für meine Kinder ist mir das Beste gerade gut genug. Je mehr Übung sie haben, desto besser. Also schicke ich sie zum Fahrsicherheitstraining. Candys Tochter Taylor, sie war damals 16, fuhr mit dem Familienwagen durch Denver. An einer Kreuzung versagten die Bremsen. Sie sagte, dass sie etwa 60 bis 80 km/h schnell war. Plötzlich stand der Verkehr still. Die Erde ist buchstäblich geborsten. Beben folgt auf Beben. Überraschenderweise gibt es heute kaum noch etwas, das wir bei Katastrophen nicht vorhersagen können. Den exakten Zeitpunkt eines Erdbebens können wir natürlich nicht vorhersehen oder wo genau ein Hurricane zuschlägt. Aber wir wissen sehr genau, was dann passiert. Also stellt sich die Frage, warum planen wir nicht für das, was wir vorhersehen können? Dennis Miletti ist ein erfahrener Katastrophenschützer. Er kennt die Risiken und lebt trotzdem auf einer der aktivsten Verwerfungslinien Kaliforniens. Und das ganz bewusst. Bei der Risikoeinschätzung sagt man sich, es passiert schon nichts. Und wenn, dann passiert es anderen, nicht mir. So funktioniert der Mensch. Furcht motiviert nicht, sie schaltet uns ab. Man sollte Menschen nichts über Gefahren lehren, sondern darüber, wie sie sich vorbereiten. Und wenn sie sich vorbereiten, muss man ihnen sagen, was sie unternehmen sollen. Und warum? Weil Katastrophen nun einmal passieren. Als ich Menschen suchte, die mehr über unser Gehirn in Stresssituationen wissen, las ich einen Artikel über eine Fahrschule in Colorado, die Jugendlichen beibringt, nach den Regeln des Gehirns zu fahren. Ich hielt das für ein radikales Konzept. Genau wie beim Katastrophenschutz denken wir in der Fahrschule nicht daran, wie unser Gehirn funktioniert. Und das ist viel gefährlicher als Haie oder Wirbelstürme. Ron ist selbst ein Betroffener. Er hatte jahrelang Rennfahrer trainiert, als seine Tochter schuldlos bei einem Autounfall ums Leben kam. Ein anderes Auto prallte gegen sie. Danach war ihm klar, dass er für den Rest seines Lebens voller Hass auf den Unfallverursacher bleiben könnte. Doch er entschied sich dagegen. Wer als Vater so etwas erlebt, der denkt, dass man etwas unternehmen muss. Also sahen wir uns an, was die Jugendlichen lernen und was nicht. Obwohl mehr Jugendliche bei Unfällen sterben als irgendwo sonst, bereiten wir sie hierzulande nicht besonders gut auf das Autofahren vor.